Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Liebe Friends, also, man muss ja erstmal hier erstmal müssen wir unseren Bruder Bella J erstmal gebührend willkommen heißen. Bella, mein Bruder, ich küsse doch dein Herz. Extra angereist aus München. Er hatte eine sehr, sehr lange Fahrt hinter sich und ich freue mich riesig, dass er gesund und munter hier aufgetaucht ist, ne, in seiner vollen albanischen Pracht. Ja, auch die zwei Brüder sind auch mit am Start. Ich schwenk mal nach hinten. Eine Shebab und der andere Shebab, ne, sind auch am Start natürlich. Und von dem Bruder hier ziehen wir uns auch später mal eine Kleinigkeit rein, aber wir verraten euch das noch nicht was. Das wird eine kleine Überraschung. Und ja, liebe Friends, also ich hoffe, euch allen geht's erstmal gut, euren Familien. Und ich hoffe, ihr seid alle bei bester Gesundheit. Ihr wisst ja, ne, Gesundheit ist etwas, was man sich nicht kaufen kann. Ne, da kann man noch so cool sein und noch so viel Geld besitzen, aber wenn die Gesundheit nicht on point ist, dann ist man verloren. Ne, aber bevor wir auf Sachen reagieren und über Sachen reden, würde ich sagen, dass wir ein bisschen mal über unseren Bruder Bella J sprechen. Er ist heute nämlich unser Gast und im Zuge dessen natürlich um 23.59 Uhr bringt mein Bruder Bella natürlich auch einen krassen Song raus. Ja, was kannst du uns zu deinem Song sagen, der endlich mal nach 100 Jahren... Erstmal, Dankeschön, dass du uns so erwartet hast, Bruder. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Wir kennen uns eigentlich schon viel länger, aber wir sind uns irgendwie nie so richtig über den Weg gelaufen. Wir sind nie immer richtig aneinander vorbeigelaufen. Immer so, immer knapp. Zuletzt beim Boxkampf in Tschechien und ja, mein jetzt Bruder. Sitzen wir endlich am Tisch. Auf alle Fälle, für alle, die mich nicht kennen, Bella aus München. Wir sind angereist, 6 Stunden extra für meinen Bruder Sinan. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Bisschen abhängen, bisschen quatschen. Später habe ich einen Song, nach langer Zeit. Wie lange hast du keinen Song rausgebracht? Lass mich nicht lügen, Bruder, 8-9 Monate sowas. 8-9 Monate? Ja, okay, geht noch. Ja, hat so ein, ja, wir 8-9 Monate ist noch so, würde ich sagen, ist lange, ja. Aber guck mal, Vergleich zu mir, guck mal, ich habe jetzt 2 Jahre keinen Song gebracht. Wenn ich jetzt nächste Woche meinen Song bringe, habe ich 2 Jahre keinen Song gebracht. Ja. Ne? Aber man muss bei dir sagen, Bruder, die Songs, die du bis jetzt ja released hast, die sind ja auch gut durch die Decke gegangen, da sind auch ganz krasse Hits dabei. Also das muss man so sagen, ganz, ganz heftig. Warum, wie kam das eigentlich, nachdem du, ich muss mal ehrlich sagen, ey, du bringst Songs raus, die knallen, die gehen durch die Decke, du machst, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Streams und dann verschwindest du plötzlich. Was geht da ab, Digga? Bruder, das Leben ist nicht immer so, wie man denkt, ne? Das stimmt. Ja, Musik machen, das ist alles so eine künstlerische Sache. Da musst du gut drauf sein. Mhm. Da muss das Leben, sage ich jetzt mal, funktionieren. Klar, es ist cool, wenn man die Musik als Ventil nutzt, um seine Abfucks und was auch immer so in deinem Leben passiert, da irgendwie verpackt, aber es sind ein paar Dinge passiert, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir später oder... Wie du magst, Bruder, also wenn da was, also ist das was die Sachen, die da quasi, sag ich jetzt mal, vorgefallen sind, dass du deine Musikkarriere quasi erstmal auf Seite geschoben hast? Ich meine, 20, 30 Millionen Streams ist jetzt auch kein, da wollen wir jetzt hier nicht kleinreden, das ist schon Richtung Gold. Richtung Gold gehen, mein Bruder, eigentlich, ne, wenn man so sieht, das ist schon Richtung Gold. Ist nicht mehr lang. So, und dann hast du, gab es 1, 2 Zwischenfälle, wo ich mal sage, was so... Schau mal, Bruder, die Dinge, die passiert sind, das waren ja jetzt keine Sachen, das waren normale Sachen. Okay. Ja, Menschen kommen auf die Welt und Menschen sterben. Ja. Aber irgendwie, wir hatten in der Familie irgendwie so eine Pechsträhne, sag mal. Okay, es hat also mit deiner Familie zu tun. Ja, ja. Also ich bin das auch den Leuten, die mich kennen, hier im Chat und auch außerhalb ein bisschen schuldig. Ja, weil du einfach ohne, was zu sagen, einfach weg warst. Vorbei. Die haben mir auch jeden Tag geschrieben und ich habe immer nur bald gesagt, mit ohne zu wissen, ob ich gerade überhaupt, ob das überhaupt so weit kommt. Mhm. Ja, weil, also was heißt so weit kommt? Wie gesagt, nochmal, es sind Dinge passiert, die eigentlich normal sind, aber die haben sich gehäuft. Okay. So. Ich kann die Sache auch ein bisschen konkretisieren, wenn du willst. Bruder, so. Also wenn es für dich okay ist. Ja, Bruder, es ist nicht, also nicht, dass du jetzt denkst, es ist hier irgendwas, ne? Es ist was Normales im Endeffekt passiert. Aber gut, ich fange einfach mal an. Bruder, ich bin Albaner, wir kommen aus Kosovo, ein großer Teil meiner Familie lebt dort. Ich fasse das jetzt auch wirklich kurz, weil ja, wir haben. Lass dich später ein bisschen lachen. Ja, also so aufentspannt, ne? Und ich kann eigentlich nur ganz genau erzählen, was passiert ist. Kurz und knapp. Ich habe von meiner Mutterseite meine Tante von meiner Mutterseite, die hatte vor vielen Jahren einen Mann. Da lief es nicht und da gab es Gewalt und alles Mögliche. Und
Also der Ehemann deiner Tante war ein Gewalttäter sozusagen, also häusliche Gewalt. Extrem, ne? Der war auch auf Papier ein bisschen, wie soll ich sagen? Ach so, er hatte das vorsichtig auszudrücken, er hatte ein paar Prozente. So. Und die hat auch ein Kind mit ihm bekommen und das ist lange her, Bruder. Die irgendwann hat, welche Frau oder Mann, wer trennt sich denn gerne von ja, gerade Ehepartner, dann gerade wenn du noch ein Kind hast. Ja, das ist schwierig. So, ja. Das Traurige ist, das Kind ist mein Cousin, ja, der ist geistig komplett unzurechnungsfähig von Geburt an schon. Aber so ist das Leben, Bruder, was willst du machen? Die ist gestorben vor einigen Monaten. Oh, shit. Und nicht so... Herz speilert erstmal an der Stelle. Dankeschön, Bruder. Und jetzt... 50 Jahre alt oder so. Man kann jetzt nicht sagen, dass Leute sterben Kinder mit 12 heute, aktuelle Zeit, du weißt, dass alles abgeht in der Welt. So, ja, so wie gesagt, deswegen, ich will nicht, dass die Leute jetzt meinen so, hä? Ja, weißt klar. Du? Ja. Leute sterben halt. Deswegen sage ich auch bewusst, das ist was Normales. Aber einfach die Situation als solche, die ist gestorben, Bruder. Und die meisten von uns leben auch hier in Deutschland. Ja. Zumal die Familie von meiner Mutter klein ist und sie hatte quasi, sie war alleine da, Bruder. Mit dem Kind, mit dem behinderten Sohn, mit meinem Cousin. Ja. Sie ist gestorben. Der Junge, wo wächst er jetzt auf? Ich erzähle dir gleich. Der ist Yatim, wie sagt man? Yatim ist ja, Yatim ist so weise, elternlos. Ja. Der ist weise sowieso schon, weil ein Vater im Leben wichtig ist, weißt du so? Ja. Und dann noch geistig behindert und plötzlich keiner mehr da. Boah, so. Das ist mies, Alter. Bruder, dann hacken wir hin und her, die Dinge laufen dort halt leider nicht so wie in Deutschland, muss man natürlich ehrlich sagen. Ja, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann irgendwie haben wir den irgendwo untergebracht und vor einigen Monaten hat er einen Schlaganfall bekommen, Bruder, ganz oh hart. Oh Mann, Alter. So, der Junge hat einen Schlaganfall gekriegt? Ja, Bruder. Weißt du, für mich persönlich, ich will nicht sagen, es ist okay, aber Bruder, nochmal, das sind Dinge, die im Leben passieren. Ja, du hast noch eine Mutter, du hast noch einen Vater, du hast noch eine andere Tante, die leiden alle, die sind im Gesicht. Und wer will seine Mutter denn schon traurig sehen, Bruder, weißt du nicht? Ja, ist und das zieht einen runter. 100%. Und auf der anderen Seite musst du glänzen in der Musik, Showbiz, du musst repräsenten, du musst am Start sein. Ja, weißt du? Klar. Und irgendwann habe ich dieses Ding halt einfach nicht mehr gepackt. Ein kurzer Moment war einfach Blackout. Da gibt es ja ein passendes, Entschuldigung, dass ich reingerätsche, aber zum Beispiel, was gibt es da, das Sprichwort von dem Clown? Er schminkt sich und lacht, damit keiner seine Tränen sehen kann. Ist das so? Ja, ne. Wir lachen viel, wir machen viel, weil wir glänzen müssen, aber innerlich, wir vertuschen unsere Tränen mit Lachen und zu glänzen, obwohl wir auch Ballast mit uns tragen. Ja, so. Und ich glaube, das hast du ja auch. Und hier hinten, er, sie, heb mal die Hand. Wir machen gemeinsam Musik seit 5 Jahren zusammen. Und wo versteckt er sich? Mergen, Bruder. Mein Bruder und Manager. Wir sind so das Team seit 5 Jahren, seit wir eigentlich angefangen haben. Wir waren auch zuletzt in Kosovo. Da haben wir ihn im Krankenhaus besucht. Bruder, ich konnte nicht. Wer besucht ihn denn schon? Der hat ja niemanden mehr. Boah, also, schwer, Bruder. Wir sind hingegangen, Bruder. Ich sage, er ist abgemagert bis auf die Knochen. Der kann selber nicht mehr essen. Der kriegt so diese... Boah, weißt du, das tut schon weh, Mann. Und meine Mutter schreibt mir, und ich muss... Bruder, und ich bin halt so. Ich sag zu meiner Mutter nicht, wird schon. Ich sag zu meiner Mutter, du weißt, was passieren wird. Von Anfang an. Ja, und so. Dann gibt es dann andere, die sagen, wieso sagst du so? Du musst doch Hoffnung. Bruder, man muss wissen, was... Erstens mal, Hoffnung ist eine Sache. Okay, Hoffnung stirbt zuletzt, alles gut. Aber ich weiß nicht, ob es falsch ist, wenn ich sage, dass es besser ist, wenn... Du direkt das sagst. Wenn das ein Ende nimmt, Bruder. Oder so, für ja. Ihn. Für ihn. Das weil... Ja, also ich weiß, was du meinst, weil er hat gelitten wahrscheinlich. Er hat gelitten, Schmerzen. Also du meinst, es ist vielleicht für ihn sogar besser gewesen, dass Allah ihn zu sich genommen hat. Also es ist noch nicht passiert, aber es ist zu erwarten. Achso, es ist zu erwarten, okay. Das ist ja auch noch im Gange, weißt du, diese Nachricht wird auch irgendwann kommen und dann muss man natürlich runterfliegen, weil, Bruder, wie gesagt, keiner von der Familie da. Er verdient auch eine Beerdigung. Er verdient auch... ja, Bruder, bisschen, natürlich jeder du, Mensch. Ich meine? Und so, und diese Sachen, die den ganzen Tag durch den Kopf schwirren, weißt du, und... ne? Aber es ist, wie es ist. Das Leben geht weiter, sterben müssen wir alle. Es gibt nichts, was im Leben sicher ja, ist. Ja, sterben tut man nur einmal. Deswegen. Ja, das ist schon, das ist wirklich, also das sind Sachen, überleg mal. Das sind Sachen, so, das wissen die Fans oder deine Community oder andere Communities oder die Öffentlichkeit, die wissen sowas nicht. Und die fragen dann einfach nur, ey Bella, wo bist du, wo bist du? Und die wissen nicht, dass du zu Hause, ganz andere Kopfwegs hast. Ne, ich meine, jeder hat sein Paket zu schleppen. Ne, jetzt in deinem Fall zum Beispiel, wenn wir jetzt nur über dich sprechen, muss man sagen, das ist schon natürlich eine heftige Hausnummer. Ne? Oder das ist eine von, das ist jetzt so die aktuellste, es ist vieles passiert. Aber wie gesagt, Schwamm drüber, so ist das Leben. Also es ist jetzt nicht nur die Sache passiert. Ich sag, das ist quasi jedes Jahr immer wieder ein Anruf, ey, die müsst kommen. Wieso? Naja, wieso?
der und der ist tot. Leider auch immer so unzuerwarten. Weißt du, weil wenn eine Oma stirbt, die 70 ist, Bruder, ist es immer noch ein bisschen anders, als wenn dein Onkel stirbt, der auch gestorben ist, wo mein Vater sich gedacht hat, hey, komm noch ein, zwei Jahre Deutschland, ich hau ab, ich bleib da mit meinem Bruder. Ich verstehe, was du sagst, bis zum Lebensende. So, wenn du deinen Vater siehst, Bruder, ich habe meinen Vater nicht oft weinen sehen. Aber wenn du das siehst, der Mann im Haus, egal wie alt wir werden. Ja, ja klar, der bleibt immer noch, der Mann, Baba, ist der Mann im Haus. Und der wird zerbrechlich in dem Moment. Boah, das ist, boah, ich krieg Gänsehaut, Digga. Weißt du, wie ich meine? So, aber, wie gesagt, lass uns gar nicht allzu lange drauf hängen. Das ist nur von mir jetzt so eine Art Entschuldigung. Also im Prinzip musst du dich ja nicht entschuldigen. Ne? Du kannst ja gar nichts dafür. Das sind Schicksalsschläge. Ja. Aber ich weiß, was du sagen willst. Du willst im Prinzip nur sagen, ey, sorry, dass ich euch das gar nicht gesagt habe, warum ich einfach weg war. Zum Beispiel. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Aber Bruder, ganz ehrlich, die Familie geht immer vor. Ne? So ist es. Möge Allah deine Familie beschützen. Amen, inshallah. Und so, ich küsse dein Herz. Also so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, ist das ja auch nur eine von mehreren Baustellen. Also es sind einige Todesopfer in der Familie und deswegen kann ich das auch voll und ganz verstehen, wenn du da 8-9 Monate keine Mucke machst. Da ist auch immer das Ding, mit welchem Gesicht willst du so fröhliche Mucke machen? Weißt du, wie ich meine? Guck mal, zum Beispiel, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du das aber weißt, also deswegen erzähle ich dir mal ganz kurz. Guck mal, ich war mit Motrip und alle war ich auf Tour mit Echo und so, ne? Und kurz vor meinem Auftritt ist mein Cousin verstorben. So, du musst dir vorstellen, ich habe schon Soundcheck gemacht. Wir haben schon alles gemacht. Die Halle hat sich schon gefüllt, also es war ausverkauft. Ah. Plötzlich, ich gucke nochmal das letzte Mal aufs Handy und meine Mutter ruft dann, sagt ja so und so, dein Cousin ist gerade gestorben. Möge er im Paradies. Inshallah, Bruder. So, und du musst dir vorstellen, Bruder, was mache ich jetzt? So, ich bin kurz vor der Stage quasi. Ich habe den Opener gemacht. Das heißt, ich bin nochmal als erst reingegangen, die Leute angeheizt, 4-5 Songs performt, dann den nächsten angekündigt, dann mit dem nächsten habe ich sogar noch Backup gemacht. Also ich war komplett, bei der Tour war ich komplett von A bis Ende war ich immer präsent, ja. So, und jetzt, wie soll ich mit welchem Kopf soll ich auf die Bühne gehen und performen, Digga? Jetzt habe ich die Möglichkeit. Ich breche ab, ich gehe nicht auf die Bühne oder ich gehe kurz, performe oder ich war voll, ich... Und hast das Ding gemacht aber, ne? Ja, Bruder. Hast du auch gut gemacht. Bruder, ich bin auf die Bühne gegangen. Ich habe das Ding gemacht. Aber bevor ich auf die Bühne gegangen bin, hat mein Ex-Manager, ne, schöne Grüße an Osama, Motrip, Echo, ich weiß noch, die haben mich alle in den Arm genommen. Ich habe einmal richtig geheult kurz, ne? Bruder, das war so Gänsehaut. Überleg mal, wir haben uns alle so im Kreis umarmt. Ich habe geheult. Bin auf die Bühne gegangen, hab meine Show gemacht, als ob nichts wäre. Bin quasi in die Menge gesprungen, Stage Diving, alles. Ich gehe runter und heul weiter. Aber krass. Bruder, das war so ein Erlebnis. Das war krass, Bruder. Das ist dieses Moment zwischen Glänzen und traurig sein. Nur ich musste in dem Moment, das war halt nicht ein, wo ich sagen konnte, ey, ich habe jetzt einen Song gemacht, den kann ich releasen noch nicht. Ich war einfach vor ausverkauft Publikum. Was mache ich jetzt? Ich kann die Jungs nicht in den Stich lassen. Ich bin am Trauern. Digga, mein Kopf war gefickt. So, raus, machen, rein, Bruder, Kopf war drunter und drüber. Ja, aber was willst du machen, Bruder? Wie gesagt, durchziehen. Die Erde dreht sich, Bruder. Die dreht sich, es wird Tag und Nacht. Es geht immer weiter, Mann. Es bleibt nicht stehen. So. Du musst weitermachen. So. Wir sind auch nicht für immer hier. Das stimmt, weil wenn jetzt irgendein Mensch stirbt und manche sterben nie, dann sag mal, hey, Mann, voll unfair. Gehen alle von dieser Welt. Deswegen macht das Beste draus. Und ja, Mann. 100%. Deswegen sage ich ja auch immer, Leute, jeder Tag kann der Letzte sein. Passt auf euch auf. Passt auf eure Familien auf. Cicek ist auch am Start. Also, Grüße. Aber da du ja schon jetzt gerade, also wenn wir jetzt, also eigentlich ist das ein hartes Thema, aber ich will es ungern auf etwas anderes switchen, aber wir machen jetzt Step by Step. Vielleicht kommen wir später nochmal auf andere Sachen zu sprechen. Aber du hast ja gerade gesagt, die Welt dreht sich. Dreht die Welt sich denn auch? Wirklich? Also da müsste die Erde ja rund sein. Ja, aber Bruder, der Mond, wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, der Mond ist doch, ist der rund? Es sieht aus wie eine runde Scheibe. Ja, Bruder, der Mond hat eine Vorder- und Rückseite. Ja, also wie, man, wie ja, ein manchmal ist Vollmond, manchmal. Also Janni, wie ein Medaillon, willst du sagen? Nein, Bruder, so sehe ich das gar nicht. Wie siehst du das denn? Also, Bruder, ganz ehrlich, wie ich das sehe, Bruder, die Erde, die kann von mir aus viereckig sein. Das ändert nichts daran. Ändert nichts, aber... Dass wir das tun müssen, was wir tun müssen. Das sage ich auch immer. Voilà. Wenn ich jetzt einer von denen wäre, der wüsste, die Erde ist eine Scheibe. Ich würde sagen, Leute, die Erde ist eine Scheibe. Und was jetzt?
Was wollt ihr machen? Geh arbeiten. Mach weiter. Aber ich glaube, guck mal, ich habe das auch immer so gesehen. Ich habe mir gedacht, ey, was ändert das jetzt an meine Miete zahlen? Ich muss das sowieso machen. Verstehst du? Ob die rund ist, dreieckig ist, viereckig ist. Aber was bringt das, dass sie uns das verheimlichen, dass irgendwas rund oder flach ist oder was auch immer? Ich glaube eher, es liegt daran, dass nach diesem Ding ja irgendwas kommt, was die uns ja verheimlichen. Ne? Ah, du meinst, ich habe das gesehen auf TikTok, so Karten, wo dann irgendwie da hinten noch andere Kontinente sind? Andere Kontinente, andere Zivilisationen, vor denen die uns... Ne? Wie siehst du das Ganze denn? Bruder, es gibt doch auch hier auf unseren Kontinenten gibt es doch Leute, die eine Macht haben, so, von denen wir ganz genau wissen, die haben eine Macht, die machen dich und mich weg, als wären wir nie da gewesen beispielsweise. Das gibt es ja hier auch. Was ist das für eine Macht? Keine Ahnung, Bruder, diese ganzen Bankstrukturen und all diese Sachen. Bruder. Okay, das ist so dieses wirtschaftliche, diese ja, aber nicht nur das, Firmenbosse Bruder. Und so ein Scheiß. Ah, ich will jetzt nicht wie so ein Anfänger klingen, Bruder, aber wenn wir jetzt die Rothschilds als Beispiel nehmen, die existieren, die gibt es, Bruder. Und jeder, der sich ein bisschen da einliest, der weiß ganz genau, was für ein Kaliber das ist. So, und die sind ja hier auch. Okay. So. Und sind die dann da noch krass? Ja, okay, es ändert nichts. Aber hier vielleicht. Die ficken uns hier schon. Wir müssen nicht dahin gehen. Aber vielleicht haben ja diese sogenannte Familie, die du gerade genannt hast, vielleicht haben die ja mit diesen Familien und diesen Kulturen gar nichts zu tun. Das sind andere Leute, das sind andere Motherfucker vielleicht. Checkst du, wie ich meine? Was, haben die Antennen auf dem Kopf oder was? Vielleicht. Haben die besser empfangen als du nicht oder sowas? Die haben so einen Schwanz auf dem Kopf. Ne, aber ich weiß es nicht. Also, es ist ja gerade wieder auch Trend, über so solche Sachen zu sprechen irgendwie, habe ich ja mitbekommen. Und ich habe das vor ein Jahr, anderthalb Jahren haben wir auch sehr viel darüber geredet, ob das die Pyramiden waren, ob das, gibt es die Mondlandung, gibt es die nicht. Das ist ja jetzt heißer denn je. Irgendein, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer, aber irgendein Twitcher ist doch wohl auch, wie ich das mitgekriegt habe, zu Area 51 geflogen. Oder wollte da irgendwie rauskriegen, Area 51, was geht da ab? Also Area 5 Tony quasi. Ja, Rohat und Knossi. Knossi ist auch tatsächlich dahin geflogen. Ja, aber was heißt geflogen? Da muss man doch hinfahren. Area 51 kannst ist ja... nicht hinfliegen? Ja, das ist ja... Wo ist denn Area 51? Amerika oder nicht? Ja, ne. Ja, ja. Also, das heißt, du musst erstmal nach Amerika fliegen. Ach, so meinst du. So, die sind rübergeflogen. Rohat hat ein Video gemacht auf YouTube. Nevada, genau, das sind Nevada, so Jani, Las Vegas Ecke. Ja, Mann. Ja, ne. Okay, das heißt, man fliegt dahin und dann, und Vegas ist ja klar, ist ja ein riesen Wüstengebiet. Hier Las Vegas, die Spielhölle ist ja auch in Wüstengebiet entstanden da quasi. Was sagst du denn zu dieser Area 51 Geschichte, abgesehen von Erde, Merde, rund, viereckig? Was machen die auf Area 51, Bruder? Bruder, das ist zum Beispiel für mich schon etwas realistischer. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier auf der Welt Waffen, Experimente und Sachen gibt, die gemacht werden, die uns verheimlicht werden, einfach weil es vielleicht für irgendwie für Aufruhr sorgt, Bruder. Ja. So, es gibt die Atombombe, Bruder. Wir tun immer so, ja, wir wissen, die gibt es. Aber Bruder, die Atombombe hat eine Gewalt, die ist unglaublich. Ja, ja, natürlich. So. Und wenn die jetzt irgendwas haben, was noch krasser als die Atombombe ist, weil die Atombombe ist vor 60 Jahren oder noch länger, 80 Jahren erfunden worden, Bruder. Checkst du? Mhm. So. Das heißt, im Normalfall sollte die Technik so um ein Hundertfaches krasser sein. Krasser sein, ja. Und wenn wir davon erfahren, dann weinen wir vielleicht. Weißt du, gehen wir auf die Straßen oder so. Machen wir eh nicht. Also, es gibt ja Bomben, zum Beispiel, also Atombombe zum Beispiel, die im Wasser nicht explodiert, sondern implodiert. Die soll ja auch krasser als eine Atombombe sein, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ne, die implodiert. Und die Schallwellen und der Druck davon ist irgendwie, soll wohl noch krasser sein als eine Atombombe. Aber bist du der Meinung, dass sie bei Area 51 Atombomben bauen? Wasserstoffbombe, genau. Oder meinst du, dass dort wirklich dieses Gelaber, man hat ja immer alles gehört, Area 51. So Alien-Filme, oder? Alien-Filme. So à la Will Smith, der kommt dahin und die haben da so ein Raumschiff schon vorbereitet und nur Will Smith kann den fliegen. Ja, so komische Figuren, die pissen aus Finger und so. Ja, ja, sowas. Du machst den so. Ja, Bruder, also Bruder, ich glaube, da wird mehr so hier auf der Welt gemacht, da, von dort aus. Weißt du, wie ich meine? Weil die machen irgendwelche Experimente, Bruder. Du weißt doch selber, die deutsche Geschichte früher, so, ist ja auch eine dunkle, Mann. Da wurden auch Experimente an Menschen gemacht, die Augenfarbe. Keiner hatte, damit die aussehen wie du, haben die Experimente an Menschen gemacht, Bruder. Damals schon. Checkst Gott du? Sei Dank habe ich zu der Zeit nicht gelebt und hätte meine Augen wahrscheinlich genommen. Ja, schon, also klar, die dunkle Vergangenheit ist klar, ne? Also die haben schon echt Sachen gemacht. Aber das ist ja so menschliche Sachen. Also ich sag dir mal, was ich so früher, wo wir noch sehr viel über diese Area 51 Sachen und so geredet haben, früher hatte ich schon mal einen Kollegen, der hat immer gesagt, dort bilden die Dingens aus.
so den Supersoldaten. Die kriegen da irgendwelche Medikamente, die irgendwelche mit Gene von irgendwas. Der hat immer so volles wirres Zeug gelabert, wenn er so auf Stuffy Stuff geraucht hat. Okay. Weißt du, was ich meine? So, meinst du, das wäre möglich, dass die dort solche Sachen in diese Richtung machen? Oder dass so irgendwelche Leute, die zu viel geredet haben, dort verschwunden sind und dann hat man die irgendwie, keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Bruder, es ist, auf dieser Welt ist, also alles das, möglich, was wir sehen, ist, also ich bin mir sicher, dass das, was wir sehen, vielleicht überhaupt 10% sind von dem, was wir, also die Menschen wachen doch langsam auf, Bruder, auch Thema Palästina und so, Bruder, vor ein paar Jahren hat, sagen wir, ich, du, unsere Leute, so ein paar haben sich da bemerkbar gemacht, aber Bruder, so, da gab es keinen Aufruhr für das und da ging es immer schon ab wie jetzt im Endeffekt. Ja, ja, klar. Das ist jetzt kein, das ist kein, ja, wobei jetzt gerade nochmal die Todesopfer wirklich in einer kurzen Zeit nochmal richtig verdreifacht wurden, ja, sind, aber muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es ist nichts Neues im Kern, weil es ist leider immer noch das gleiche Elend so. Ja. Und die Leute, die wachen langsam auf. Zum Beispiel, das ist jetzt nicht nur ein Beispiel. Die Leute hinterfragen Sachen. Das Internet, Bruder. Jeder hat eine Theorie. Die zu lesen. Du musst kein Buch nehmen von irgendeinem Otto, der das geschrieben hat. Und das Buch ändert sich nicht, weil die Schrift ist gedruckt. Das bleibt für immer so. Und im Internet immer neue Sachen. Hm. So, die Menschen wachen auf. So. Keine Ahnung, was soll ich dir sagen, Bruder? Also ich glaube auf jeden Fall, wir wissen sehr, 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 sehr vieles nicht. Aber ich bin auch fest überzeugt, dass das Allermeiste sowieso nichts an unserem Leben ändern wird. Das stimmt allerdings. Die Frage ist nur, weil es an unserem Leben nichts ändert, vielleicht aber, dass es aber anderen Menschen irgendwie trotzdem benachteiligt irgendwie. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich meine? So, vielleicht uns tut das jetzt hier nichts. Das macht was mit dir. Ne, aber andere Menschen vielleicht, weil die dort Tests machen oder das machen, Menschen verschwinden, es werden Tests gemacht an irgendwelche Menschen, irgendwelche Länder werden erobert, Kinder verschwinden, dann gibt es Dörfer, die auf einmal wegradiert sind. Was ist der Hintergrund? Was ist passiert? Was ist geschehen? Weißt du, was ich meine? Da gibt es auch diesen einen, wie heißt dieser eine Typ hier? Wie heißt dieser? Admiral Richard. Boah. Admiral Richard. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber die ist auch verstörend und ich schwöre dir bei Gott. Das liegt schon einige Jahre zurück, als ich das zum ersten Mal gesehen und gehört habe, war ich erstmal so, shit, Mann. Wenn das stimmt. Boah, mit der Stimme, so. Digga. Für mich war das halt so, Bruder. Das ist, soll ich dir erzählen? Ja, 100%. Das, also ganz so kurz, also wir reden jetzt über Admiral Richard. Admiral Richard Byrd. Das war ein, The Birdman. Ja, der hatte ein Flugzeug, der hatte so ein kleines, wie nennt man diese Expeditionsflugzeuge. Ja, ja, genau. Ich muss immer Angst haben, dass man mich nicht hört oder so. Wo kommt der her? Aus Amerika? Ich schätze. Okay, wir vermuten, dass Officer Richard Byrd, genannt auch aka Birdman, Mr. Burns, er hat ein Tagebuch geschrieben. Das ist so ein Logbuch, Bruder. Logbuch. Wenn man in einem Flugzeug ist, dann muss man immer damals, heute läuft alles technisch, da muss man immer so Koordinaten, wo bin ich geflogen, wann, wie viel Ortszeit, bla bla bla, alles erfassen, weißt du, wie ich meine? Genau. Und da hat es so, und dann natürlich immer kommentiert, was er sieht. So, und dieses Buch ist verstörend? Was heißt verstörend? Das ist einfach eine Sache. Wenn die stimmt, dann ist es krass, Bruder. Weil da geht es nicht darum, ob die Erde flach ist oder ob die Erde rund ist, sondern die gehen noch einen Schritt weiter, die sagen, die Erde ist hohl. 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 Hol. Wie Gasmans Schädel. Wie? Das nächste Mal lass ich dich sagen. Ich schwör's dir. Alles wegen ihm. Wo bist du? Er schickt mir letztens ein Video von ihm. Ich guck mir an. Okay. Da kommt er immer öfter auf meine Folie, Bruder, ich bin abgekackt. Ist genau mein Gebiet zum Lachen. Bruder, ich hab den letzten Penner dieser Erde habe ich berühmt gemacht. Ich küsse dein Herz, Alter. Wallah. Auf jeden Fall, okay, dieser Mr. Birdman hat ein Logbuch geschrieben. Und du sagst, wenn das stimmt, ist es krass. Also was weißt du, was ich nicht weiß? Jetzt hau mal raus. Also ich weiß über den nicht viel. Du, wie gesagt, ich hole jetzt nicht zu sehr aus, aber ich erzähle das jetzt einfach, weil es gibt ein YouTube-Video, wir finden es, glaube ich, gerade nur gar nicht. Da wird eine Frau liest dieses Tagebuch vor. Okay. Aber ich versuche das jetzt ein bisschen kurz zu fassen, weil es geht nur um die Ansicht. Das war ein Expediteur, Bruder, der ist rumgeflogen mit seinem Flugzeug und hat halt so erkundschaftet. So, was hat er gemacht? Er ist über den Nordpol geflogen. Okay. Über den Nordpol, da gibt es ja auch krasse Theorien, darüber können wir ja danach reden. Das könnte aber so, das beißt sich, glaube ich, jetzt. Das beißt sich, oh. Er ist über den Nordpol geflogen und dann steht in seinem Tagebuch drinnen so, also er hat halt erstmal angefangen mit, das Wetter ist schön, wir fliegen auf den Kurs, alles ist so, weißt du, so logbuchmäßig. Ja. Später sagt er, meine Fluginstrumente benehmen sich komisch.
Seine, also Kompass. Kompass und so. Also so mäßig, der ist im Bermuda-Dreieck und diese Dinge so. Genau so im Prinzip, bloß halt da oben. Ja. Ja, die schlagen komisch aus. Ich weiß nicht mehr, wo Norden, Osten ist, Süden ist und dann wurde er immer dramatischer und er so, kann sein, dass das jetzt die Ortszeit so und so viel könnte mein letzter Satz sein. Hier, weißt du, Koordinaten. Hat er reingeschrieben, könnte mein letzter Satz sein. Immer wieder, nach alt. Er sieht immer mehr Sachen. Ja. Er fliegt, der Nordpol, Bruder, was ist am Nordpol? Weihnachtsmann, Schnee, Eis, weißt du so. So kennt man den Nordpol. Ja, der ist geflogen, hat er geschrieben, hat er gesagt, guck mal, ich sehe unter mir ganz eindeutig Bäume und grüne Landschaft. Bäume und grüne Landschaft am Nordpol? Am Nordpol. Jetzt könnte man denken, okay, vielleicht... War der in Grönland? Ist da gutes Wetter. Nicht schlecht. Ich könnte mal glauben, er hat verflogen, war nur in Grönland. Hat er so einen Typen in so einem Baumhaus gesehen? Ja, ja. So einen orangenen Bart. Okay, er sieht Baum und grüne Landschaft. Genau. Und was macht er? Der nähert sich dem, Bruder. Der ist Wissenschaftler, der ist Forscher, Bruder. Wenn er will forschen. Mit so einem Kackflugzeug überhaupt zu fliegen, ist schon so, musst du schon eine Kronis haben. Und der ist halt Forscher, Bruder, er liebt den Scheiß so. Er fliegt natürlich näher, er will sehen was. Irgendwann sagt er, meine Triebwerke sind ganz ausgefallen. Komplett. Mein Flugzeug fliegt nicht mehr wegen dieser Propeller. Eigendynamik, ja, ne. Propellerdynamik. Aber es fliegt. Ja, aber es schwebt nur noch. Es schwebt, so mäßig. Ja. Genau so, Mann. Dann sagt er, irgendeine, keine Ahnung, wie nennt man das, Gravitation, irgendwas hat mich nach unten gezogen. Und erst dann habe ich realisiert, das ist keine grüne Fläche, das ist, ich gucke gerade in ein Loch. Und in diesem Loch befindet sich grüne Fläche. Also. Wie, warte mal. Er fliegt quasi über den Nordpol. Das ist die Erde. Oben, ja. Laut ihm, siehst du das? Ich lasse extra gerade offen. Ja. Warte mal, ich zeig mal hier. So. Das ist jetzt die da Erde. Oben, ne? Da ist ein Loch. Der ist da reingeflogen. Nochmal, warte. Schau mal. Das ist die Erde. Die Erde ist das hier oder dieser Loch? So, nein. Guck, das ist auch ein bisschen. Auch ein bisschen wahr. Egal. Das ist die Erde, Bruder. Zeig mal oben auf die Öffnung. Diese? Da ist er reingeflogen. Da ist er reingeflogen. In die Erde. Also das ist die hohle Frucht der Erde. Mach das doch nicht so oft. Gasmens Schädel, Jani. Okay. So. Jani, er ist da reingeflogen. Genau. Der ist da reingeflogen. Und da war dann eine Zivilisation, sagt er. Ich wurde von einer... Nicht, Physik ist, Bruder, du hebst was hoch, es fällt runter. Er sagt, das, was da passiert, das ist nicht diese Physik, die wir kennen. Mein Flugzeug ist aus. Ich kann auch so mit Hosen, mit Händen in Hosentasche wahrscheinlich da fliegen, so mäßig. So ohne diese Flugzeug kannst du dir sparen. Checkst du? Ich weiß, das ist schwer. Aber ich versuche das nur irgendwie nachzuvollziehen. Er fliegt über den Nordpol. Genau. Sieht irgendwann eine grüne Fläche. Ja. Getriebeschaden, ja, nee, alles funktioniert nicht mehr. Sein kleines Flugzeug, sag ich jetzt mal, womit er alles begutachtet, muss quasi theoretisch landen, weil er nur noch schwebt. Aber er fliegt in so ein Loch rein und schwebt und sieht eine andere Zivilisation. Und das ist das Ding, was quasi in der Erde drin ist, weil die Erde hohl sein soll. Genau. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Das schreibt er alles. Das hat er alle aufgeschrieben? Ja, ja. Okay. Das Buch gibt's. Okay. Irgendwann stellt er fest, okay, das macht gerade einer bewusst. Der zieht mich gerade, also ich werde gerade von jemandem, das passiert nicht durch Zufall, durch das heißt, von alleine. Das heißt, so magnetische Feld, die ziehen da den. Sitzt einer, er sagt, komm runter, und flieg mal runter mit dir. Mach mal Notlandung, ja. Ja, genau so ist es gekommen, Bruder. Ich bin ganz weich aufgelandet. Also wirklich so. Ganz leicht halt. Ne? So, nicht Bruchlandung-Filme. Ganz leicht aufgenommen. Ja, er wurde ganz langsam runter befördert. Schön hingelegt. So. Und dann wurde er empfangen, Bruder. Aber von Menschen. In seinem Buch steht so, nicht, dass ich mich täusche, aber in seinem Buch steht nicht drin, da kamen irgendwelche Aliens mit irgendwelchen Antennen auf dem Kopf. Ein Auge auf der Stirn und so. So mit Schwanneck auf Kopf. Nein, nein. Da kam... Kommt so Gasmen.
Bruder, ich hab Fisch gefangen. So, die haben mich empfangen. Bruder, ich hab das auch nicht mehr ganz genau im Kopf, aber die haben ihn empfangen. Dann sind die so durch, ja, auch, Bruder, das muss man sich anhören, wirklich, weil das ist so detailliert eigentlich, aber das kann man sich nicht alles merken. Die haben mich empfangen, sagt er, und wir sind durch so ein Gebäude gegangen, was ich so noch nie gesehen habe. Und alles, was er erzählt, ist so, so habe ich das noch nie gesehen. In unserer Welt, da ist es nicht so. Ich habe ein Getränk getrunken, sagt er. Das war das Leckerste, was ich in meinem Leben jemals getrunken habe. Ja, nee, so. Aber er kann nicht sagen, Pfirsich oder so. Es war wie Pfirsich. Es war, ach so, wie es war ein Geschmack, was er nicht kannte. Unfassbar. Jedenfalls, long story short, da waren Typen, die haben zu denen gesagt, hey Mann, ihr macht da oben echt ein bisschen viel Krawall und diese Atombombe gar nicht gut, was ihr dir gemacht habt. Hört auf, ihr macht euch kaputt, Mann. So, schau mal, wie wir leben. Ihr müsst checken. Aber wie haben arbeiten. Die Leute, die in diesem Hohlraum der Erde gelebt haben? Jetzt kommt die, worauf stehen die, meinst du so, oder wie? Ja, nee, worauf stehen die? Jetzt pass auf. Also nicht, worauf stehen die, Jani, was ballern die gerne? Ja, sondern worauf stehen abgeht, die, Mann. Fundament? Wer weiß, was da abgeht. Ne? Schau mal. Aber wie haben die das auch mitgekriegt? Mit, dass die Bomben haben und so, ja, nee, die Kommunikation. Bruder, hat er dazu nichts gesagt? Bruder, wenn die dein Flugzeug holen können? So, Bruder, dann haben ja, die auch vielleicht irgendwo ein Funkgerät. Ein kleines Cam, wo die ein bisschen gucken, was geht da hinten ab, Mann. Weißt du? Ja. So, das war so die Message, die er bekommen hat. Natürlich viel umfangreicher. Ja. Und zu der Frage, wo die stehen, weil ich dachte mir auch, wo stehen die denn dann? Was ist da drin? Ist da noch eine Kugel? Nein. Oder nochmal zu dem. Das ist die Erde ist ein Ball so, eine Kugel. Und wir wissen ja laut der Wissenschaft, dass wir, weil die Erde eine Anziehung hat, auf der Oberfläche der Erde stehen. Genau, du stehst. Jetzt, wenn die Erde aber hohl ist, schau dir das mal an, wenn die Erde jetzt so ist und die ist hohl, ja, dann ist ja hier im Innenbereich ja auch eine Gravitation, die dich von innen an die äußeren Wände, verstehst du? Das heißt, die laufen den Wände lang. Ja, nee. Mäßig. Und so. Das ist deren Straße. Ja, so deren Boden. Unsere Straße ist auch nicht so, Mann. Ja, ja, aber, also, aber gerade. Genau. So, ja, nee. Okay. So, und dadurch stehen die. Und dann ist die Frage, ja, was ist mit Sonne? In der Mitte hat er gesagt, es war so eine Sonne so. Die hat, weil die fliegt in der Mitte so. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Könnte die Sonne eher dieses Feuer sein, diese Feuerkugel, was in der Erde drin ist, diese Erdkernerwärmung, diese... So Magma meinst du, gell? Magma-mäßig. Kann sein, weiß ich und nicht. Und er sagt einfach, das ist eine Sonne, dabei ist das diese Magma. Schwierig, Bruder. Irgendwann habe ich auch aufgehört, weiter so einen Scheiß zu lesen, weil ich erzähle es einem Kollegen, also geh mal zum Arzt. Weißt du, so. Wem soll ich zum... Ey. Ja, also jetzt nicht unbedingt Magma, sondern ihr wisst, dieses, was man halt sagt, was da im ist. Im Kern der Erde soll ja eine krasse Hitze sein. Ich habe jetzt vergessen, wie man das nennt. Erdkern, was weiß genau, ich. Genau, genau. Der Erdkern dreht sich ja wohl auch da oder so. Okay. Also dieser, ihr müsst euch vorstellen, also dieser Mann heißt Richard... Admiral Richard Burns. Burt. Aber ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, das hat er in der Antarktis gemacht. Auf jeden Fall an einem der Pole. Es gibt den Nordpol und den Südpol. Und den Südpol. Und dann gibt es noch einen Pol. Egal, ist ein anderer Pol. Ja. Ja. Also es ist wirklich sehr schwierig, jetzt abzuschätzen, was könnte von der Geschichte wahr sein. Weil der erste Step, was mich ja schockiert, ist ja, Erde ist hohl. Das ist ja wieder mal... neues Ding so. Dann sollen da Menschen drin sein, die dort leben. Dann sollen die Fähigkeit haben, ein Flugzeug reinzusaugen. Bruder, die sind technisch auf einem Stand, den können wir... Bruder, zum Beispiel, ein Baby kommt auf die Welt. Bruder, der guckt erstmal nur. Ja, der guckt. Egal, was vor seinen Augen passiert, der denkt sich, der fliegt durch die Luft. Ja, aber bei denen die Babys kommen raus und sagen, Schuba, was geht, Bruder? Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Die sind so... Egal, was du vor denen machst, die denken, das ist so. Irgendwann später checken die, Moment mal, wenn da jetzt irgendwas durch die Luft fliegt, das ist nicht normal. Das gehört nicht zu der Physik auf der Erde. Diese Physik, so funktioniert hier nicht. Die wissen, das muss eigentlich runterfallen. Dann weinen die, haben Angst. Weißt du, das kommt alles später. Und wir kennen die Welt so, wie sie ist. Und wenn wir das sehen, was wir dort sehen, ist es anscheinend so, was passiert hier? Lüge. Also, Albaner würden nicht glauben, die würden sagen, Lüge, auch wenn vor Auge ist. Letztens sehe ich so, wie war das, so albanische Comedians, Bruder, die chillen am Flughafen. Die gucken sich Flugzeuge an und sagen, was für eine Lüge.
Alter, diese Hologramme werden immer besser. Was für eine Lüge. Alter, diese Hologramme ist krass. Das ist ja kein Flugzeug. Ey, das ist schon, das ist heftig. Hat dieser Richard Birdman denn noch andere Theorien und, Nee, von ihm speziell weiß ich nichts mehr, Bruder. Er ist dann gestorben, dann hatten diese, es hieß noch, am Ende wurde er irgendwie im Bedrängnis, ich weiß es nicht, Bruder, ich werde jetzt nicht viel erzählen. Der Staat hat auf den Druck gemacht, erzähl nichts, Jani. Erzähl nichts, hat er Maul. Ja. Yeah. So mäßig. So. Aber Bruder, ist das nicht logisch? Wir sind hier jetzt, warum sind wir nicht auf dem Dach und streamen? Ja, weil da kann regnen, da kann irgendein Stein auf deinen Kopf fallen. Wir gehen rein. Ja. Yeah. Hier ist sicher. Also das heißt, die gehen von Sturm und Wetter, alles weg, gehen in die Erde rein. So von, nur vom Grundgedanken her. Vom Grundgedanken her. Das heißt, Schildkröte, Bruder, das geht auch. Was mit Maulwurf? Auch? Maulwurf geht auch. Schmerz nur nach innen, das ist die Blut-nach-innen-Technik. Du hast verstanden. Das auf jeden Fall, genau. Also, Sekas Guard schreibt, Nordpol und die Geschichte ist schon zum Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Aber schon damals festgestellt, dass er nie hätte den Nordpol erreichen können. Zeit war viel zu kurz, Flugzeug hätte Ölverlust, eine nette Story für nebenbei, aber genauso real hätte, ja, als hätte Belasch Abitur. Mann, also das ist ja wohl heftig. Also wenn einer wirklich tatsächlich die Erde von innen gesehen hat, dann ist es wirklich Belasch. Ja. Also ich glaube, nur er weiß, was dort ab. Ich glaube, der hat ein Grundstück da erworben. Ist der Einzige, der eigentlich alles weiß. Aber es ist wirklich, jetzt mal Spaß beiseite, aber es ist schon wirklich interessant, dass so ein Admiral Richard so eine Behauptung aufstellt, und der ist ja auch nicht irgendjemand, das ist ja ein Admiral. Er ist ja so ein ranghoher Typ, so, der ja auch irgendwie legitimiert worden ist, mit so einem Flugzeug da rumzufliegen und zu gucken, oder nicht? Ich glaube, ein Admiral ist, glaube ich, ich weiß es nicht genau, in den Staaten so, glaube ich, so. Ja, Admiral, so zum Beispiel bei One Piece ist Admiral wirklich der Shit. Das Höchste, ne? Ja, so. Das heißt, der musste ja auch in seinem Leben viel leisten, dass die Leute sagen, hey Mann, dir vertrauen wir an, dass du. Du bist Expedition hier, machst. Eine Medaille von hier, weißt du so? Ja, ja. Die ganze volle Medaille, alles. Weißt du, diese Uniform. Ja, ja. Kriegen doch dann immer diese. Ja, das sind ja, genau. Auszeichnungen. Dafür Auszeichnung, hast du ja was getan, genau. Dafür hast du ja nicht einfach nur Scheiße gelabert den ganzen Tag. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber das ist so, das erinnert mich, kennst du den Film Kong? King Kong kenne ich mal. Ja, ist ja King Kong, aber der Film heißt jetzt bestimmt nur Kong. Ach so, heißt der nur Kong? Ja, ne. Wieso, Mann? Egal. Bruder, weiß der Geier. Ein King hat sich beschwert oder so. So, und da sind die quasi, also Samuel L. Jackson spielt in dem Film mit, und da sind die quasi in so einen unbekannten Bereich geflogen, und da sind halt voll die Dinosaurier noch, Ureinwohner, was weiß ich, irgendwas. Die haben die Erde, das ist ja im Prinzip genau so was Ähnliches, nur dass es halt jetzt nicht irgendein Loch ist, sondern einfach eine andere Zivilisation mit King Kong und irgendwelche anderen Tiere, und hast nicht gesehen. Ne, das ist ja im Prinzip derselbe Grundgedanke. Ne, andere Zivilisation, und hast nicht gesehen. Die Menschen sind, glaube ich, darauf ausgelegt zu sagen, also alles ist so auf Excuses aufgebaut. Ja, aber die da hinten, die leben besser. Aber die besser. Früher war alles besser. Weißt du so? Ja. Glaub mir, hinter der Eiswand, da sind die. Eiswand! Da kommen wir der Sache schon näher. Es gibt ja. Darauf wolltest du hinaus, ich dachte mir schon. Es gibt ja die eine Theorie, die hat ja damals ein gewisser Herr. Ja, auch mir erzählt mit der Eiswand, ne? Kianosch. Also, er hatte eine wirklich sehr, sehr krasse Theorie. Ich habe das nicht mehr alles im Kopf, aber er hatte zum Beispiel eine Theorie mit einer Eiswand. Ich weiß nicht, ob das an der Antarktis war, ne? Ich weiß nicht mehr, wie er mir das erzählt hat damals. Aber da war ja auch so ein ähnliches Ding, dass hinter der Eiswand eine Zivilisation ist. Und dass wir da nicht hin sollen. Was weißt du über diese Eiswand? Bruder, ich sehe immer wieder auf TikTok irgendwelche Kritzeleien, Bruder, ich sehe so, ich erkenne so Europa, Amerika, und dann sehe ich so Eiswand, und dann sehe ich irgendwelche Disco-Schlampen. Kalamanda oder so heißen diese Kontinente dort. Ich weiß, Kalamanda. Habe ich jetzt einfach so gesagt. Auf jeden Fall so Namen. Kalamarius. So, keine Ahnung, also, Bruder, ich, wie gesagt, Mann, ich habe mich jetzt nicht so tief in diese Sache reingesteckt, weil ich versuche, also wenn ich mich mit sowas befasse, dann nur dahingehend, dass ich sage, wenn ich das erfahre, dann nützt es mir was. Ne, wir kommen wieder an den gleichen Punkt. Das nützt uns doch nichts. Ja, aber ich weiß, dass es uns quasi nichts nützt, aber will man nicht einfach mal Gewissheit haben und endlich mal wissen, was los ist? Wahrheit? So, was ist da jetzt an meiner Krümmung? Ihr habt uns jahrelang gefickt mit irgendwelchen Theorien und
Gelaber. Was zum Fick stimmt davon jetzt? Will man das nicht einfach gerne wissen? Ja, wenn mir einer sagt, hey Bruder, ruf mal diese Nummer an, er sagt dir, so, ich ruf kurz an, aber wirst du den ganzen Tag zu Hause sitzen und... Das macht ja auch einen wahnsinnig. Das ist ja das. Irgendwann, Bruder, ich hatte eine Phase, ich habe mich so ein bisschen mehr mit solchen Sachen befasst. Da bin ich reingestiegen, was war das früher? Ganz früher, mindestens 10, 12, 13 Jahre her. Dann steige ich in die U-Bahn oder was war das? Ich gucke die Leute an und ich denke mir, ihr habt alle keine Ahnung, Mann. Wenn ihr nur wüsstet. Guck dir mal diese Vollidioten an. Guck mal, der trinkt Buffalo, der hat ja keine Ahnung. So, wenn er wüsste, dass die Inkas früher so schwebende Schuhe hatten. Basti. Ja, wirklich, du wirst dann irgendwann so. Bei mir war das so. Ja, es ist ja wirklich so, dass du, wenn du sehr viel mit dich mit diesen Thematiken beschäftigst, sagen wir mal Verschwörungstheorien, auch politisch engagiert bist und dann noch Kind, bist ja richtig behindert. Ja, dann bist du ja zum Belaschowitsch. Ne, und das kann schon echt deinen Kopf ficken. So, ne? Safe. Und wer ist ein besserer Boxer? Also, wer hätte in der Prime gewonnen? Muhammad Ali oder Mike Tyson, wenn die gegeneinander kämpfen? Das ist immer die Frage, ne? Das ist die Fun-Frage. Die habe ich hier schon sehr, sehr vielen Menschen gestellt. Das ist einfach so. Also, ich bin natürlich Muhammad Ali-Fan, Mann. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Noch nicht. Erzähl weiter. Ich weiß, was du hören willst. Erzähl weiter. Aber ich glaube, wenn Mike Tyson trifft, dann trifft er. Ja. Mäßig, weißt du? Aber Muhammad Ali ist einfach, der hat getanzt, während er geboxt hat, gefühlt. Weißt du, ich meine, so, das war ein Kunstwerk, Mann. Weißt du, so, einfach so seine Arme, alles. Das war so. Wir suchen aber nicht den besseren Tänzer. Wir sind nicht bei Let's Dance. Wir sind hier bei einem Boxfight. Ja. Ne? Ja, normal. Und dann haben wir jetzt hier Tyson in der Prime, Muhammad Ali in seiner Prime. Beides Legenden. Ich liebe Muhammad Ali. Aber wer hätte das Ding gemacht? Bruder, eigentlich ist die Antwort, also ich finde eigentlich glasklar. Ich will sie eigentlich so nicht sagen, aber ich denke schon, Mike Tyson hätte das Ding gemacht. Das wollte ich hören, ein weiterer Tyson-Member hier im Stream. Das war die Frage aller Fragen. Ah ja, ich liebe Tyson. So. Ja.